Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die rote Edition. Ja, sieht ein bisschen scheiße aus, das Spiel, aber das sieht's bei mir auch. Das ist so ein bisschen, weil ich es auf Großbildschirm haben muss. Da das sonst mit der Aufnahme irgendwie nicht so klappt. So, unser erster Feind. Den machen wir doch mal ganz schnell fertig. Nee, Beute wollte ich nicht. Shit. Ja, ich komme mit der Steuerung nicht ganz klar. Noch nicht. Wo man hier irgendwie Y drücken muss. Okay, wir haben noch gar kein Pokémon gefangen. Dann holen wir das doch nach. Aber jetzt nicht. Level 2 ist mir viel zu schwach. Oh, wurde besiegt. 15 Punkte, sehr gut. So, vielleicht finden wir jetzt ein besseres Pokémon. So, Level 4 oder so würde mir schon reichen. Ratzfatz. Nee, Level 3 ist mir zu schwach. Dann level ich lieber meinen Glumanda auf. Zack. Weil mir Glumanda ja eigentlich nicht viel hilft gegen Misty. Na komm schon. Ja. Ups. Das war nicht mit Absicht. Yeah! Wir sind ein Level aufgestiegen. Und ich habe Blut erlernt. Geil. Das hilft gegen diese Pokémon, gegen die ich jetzt kämpfe, perfekt. Da kommt man ja keine 2 Meter weit. Level 3. So, dann probieren wir es doch gleich mal aus. Geht doch. Perfekt. Und weggehauen das Ding. So, jetzt will ich aber auch mal ein bisschen weiterkommen in diesem Spiel. Oh, neue Stadt. Woher waren wir hier nicht schon in der ersten Folge? Oh, ich weiß es nicht mehr, ist zu lange her. Lohnt sich ja richtig für ein Pokémon. Ja, ja. Hast du was zu sagen? Ey, läuft der weg, wenn ich mit dir reden will? Möchtest du etwas über 2 Raupen-Pokémon erfahren? Nein, ich weiß schon alles über Pokémon. Ey, kommst du aus Alabastia? Ach, wir haben die Bestellung noch nicht mal fertig. Ups. So, bringen wir ihm das mal hin. Erledigen zwischenzeitlich noch ein paar Pokémon. Habe ich letztens wieder im Fernsehen, vorgestern oder so gesehen. In Japan oder in China haben sie jetzt ja auch wieder so eine Art Pokémon eingeführt. Mit Käfern. Und Schaben und diesem ganzen Zeugs. Die lassen die einfach gegeneinander antreten. Das ist so ein bescheuertes Volk. Aber ich liebe Asiaten irgendwie. Irgendwie haben die was, was ich richtig cool finde. Außerdem kann man die nicht besiegen. Egal was du machst, die sind immer besser als du. Irgendwo auf der Welt gibt es einen Asiaten, der es besser kann. So, jetzt will ich mal ein richtiges Pokémon. Jeder Taubs, Level 3. Egal, das fand ich jetzt. Zünde das Vieh an! Mensch! Und jetzt geht's los. Kann ich überhaupt schon? Reichs Paket. Och, toll. Ich kann ja noch nicht mal fangen. Ich hab gedacht, ich wäre weiter gewesen. Oder hat das Spiel nicht richtig gespeichert? Ich weiß es nicht mehr. So. Schon wieder ein Level aufgestiegen, das geht ja hier. Ratzfatz. Das geht ja ratzfatz, wenn ich den Ratzfatz töte. Ach, wenn das gerade ein Taubsi war, ist doch egal. So, der nächste Kampf. Ein bisschen langweilig, ne? Immer die gleichen Pokémon.
Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht wieder. Ich weiß noch, früher habe ich immer aufgehört, Pokémon zu spielen, weil ich mich irgendwann verlaufen habe. In diesen scheiß Höhlen da unten. So, da bin ich wieder. Wo wohne ich denn? Ich glaube, hier wohne ich. Nee. Ey! Dass du gegen Günther gekämpft hast, das hätte ich gerne gesehen. Ja, Pech gehabt. Ach, ich muss ja gar nicht nach Hause, ich muss ja... zu Professor Dr. Eich! Hallo, Professor! Hallo, Grumdex! Wie geht es dem Pokémon? Er scheint dich sehr zu mögen... Oh, das war ja eher noch... Ja, ich sollte das vielleicht lassen. Yay! Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank! Kein Problem! Aber dafür möchte ich auch was haben, du Alter. Günther, warum hast du mich hierher bestellt? Ja, Professor, warum? Oh, Pokédex. Ach so, ja genau, das war dieses Ding, was alle Pokémon erfasst. Ja, machen wir. Gib her, go. Mach das Ding doch. Komm, für 2 Millionen und dann machen wir das für dich. 5 Pokébälle. Packt Pokéball in Tasche. Das hätte ich mir jetzt auch denken können, das musste jetzt nicht. Ja, ich will das alles nicht lesen. Wenn ich lesen will, gehe ich in die Schule, verdammt nochmal. Komm, lass uns noch kämpfen. Lass uns kämpfen, du Feigling. Du kleines Weichei, immer eine große Fresse, ne? Aber dann... Oh, was mit dir, Digga, Jung? Technik heutzutage, man kann sogar Items und Pokémon. Ach ja, genau. Die ganzen Anfangstipps noch. So, dann fangen wir doch jetzt mal das erste Pokémon. Nee. Dann fangen wir das erste Pokémon nicht jetzt, sondern mal anders. Ich hab dich in der Popo getreten. Ich hätte gar... Dinger Taubsi, ich mach dich platt. Oh, ein Ratzfatz. Level 3. Will ich's mir wirklich antun? Ich meine, Level 3 ist wirklich schlecht. Nee, komm, ich lauf weiter. Irgendwann muss mir so ein Level 4 piechen. Die sehe ich so oft in diesem Spiel noch. Ansonsten komme ich einfach zurück. Das Problem ist, wenn ich jetzt so auflevel mit Glumanda, dann habe ich wieder dieses Problem mit diesem ein Pokémon ist mega hoch, während die anderen noch voll niedrig sind. Ich meine mega hoch, ne? Ich meine, das ist es jetzt nicht, aber es ist schon im Gegensatz zu den anderen. Aber was sollte ich mit einem Level 2 Taubsi anfangen? Da kann ich nichts machen. Der stirbt nach einem Angriff. So was fange ich mir doch nicht. So. Und jetzt komm, ansonsten laufe ich einfach weiter. Komm. Level 3 ist mir. Oh oh. Beenden. Ich brauche keine Hilfe. Ich komme immer auf den A-Knopf, weil ich denke, A drücken vom Gameboy damals noch. Aber das ist ja jetzt Y hier. Oder war das damals nicht auch Y? Y und X oder so. Ich weiß nicht mehr, schon zu lange her. Yay! Punkte für mich! Ah ja, eine Blume! Lass uns die Blume pflücken! Haben da auch Pokémon? Ich glaube nicht. So, dann gucken wir uns doch mal die neue Stadt ein bisschen näher an. Ey! Du Typ! Ja. Läuft der mir im Weg? Habe ich schon eine Karte? Oh ne, jetzt muss ich... Jetzt muss ich nochmal zurück nach Alabastia. Ich glaube, diese olle Tussi da hat dann nochmal eine Karte für mich. Ich versuche zu lernen. Ach, das ist dieses Pokezeug. Lernen? Habe ich nie gemacht. Bin trotzdem gut durch die Schule gekommen.
Scheiße. Egal, ich will jetzt einfach schnell zu Alabastia durch. Ich versuche jetzt nicht mehr zu fangen. Außer das ist ein Level 4? Ja, geht doch! Es geht doch. So, dann fackeln wir das Scheißding einfach mal schnell ab. Mal perfekt. Und dann hau ich dem jetzt einen Pokéball um die Ohren und dann gehört er mir. So. Geht doch. Ich weiß noch früher, als ich noch ein Kind war, da habe ich diese Tasse so penetriert. Immer, damit, weil wir immer gesagt haben, ja, damit fängst du das schneller. Möchte ich ihm einen Spitznamen geben? Hat Glumanda einen Spitznamen? Ich glaube nicht. Ja, machen wir mal. Wie könnte der denn heißen? Ich weiß nicht ganz genau, wie man schreibt. Ich glaube, man kann das schreiben, wie man will. Jacko. Der Typ heißt jetzt Jacko. 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 Nee, Jacko. Ich lasse es so. Hört sich doch niedlich an. Ein kleines fliegendes Pokémon namens Jacko. Hey! Kannst doch nicht die Musik wechseln. Ich glaube, ich habe sowieso das Falsche gesungen bisher. Egal. Oh, jetzt gib mir mal die Karte. Danke. Ja, super. Danke. Danke. Ja, komm. Halt die Klappe. Gib mir die Karte. Oh. Haus von Günther. Dann zünd das Kackding einfach an. Hier, können wir nochmal die Mutti grüßen. Ey, guck mal, was ich getan habe, Mutti. Was ist jetzt los? Hat die meine Pokémon geheilt? Das wäre ja richtig nice von ihm. Nein, wie ging das denn nochmal? Ah. Ja. Hier, ich will die wechseln. Tausch mit Glumanda. Ich will ihn an erster Stelle haben. Den kleinen Jacko. Ach, scheiße, geht das jetzt weg? Entschuldigung, falls ich ein bisschen zu viel fluche, ich weiß nicht. Welche Altersklasse zuschaut. Im Moment sind ja auf YouTube die ganzen Jüngeren unterwegs. Aber ich meine, durchs Fernsehen und Internet gibt es sowieso mehr als genug Leute, die unnette Wörter benutzen. Los, Jacko! Hey! Hau ihn weg! Pick ihm die Augen aus! Alter, richtig hoch. Man könnte einfach, dass dieser Jacko-Typ, also Taubsi, könnte ihn einfach am Schwanz packen und ganz, ganz hoch fliegen mit ihm. Und ihn dann einfach runterfallen lassen. Der würde richtig zermatscht werden auf dem Boden. Mein Pokémon an sich ist eigentlich schon brutal genug, also warum nicht? Oh, die Folge ist gleich vorbei. Ich will aber noch in die nächste Stadt kommen. Yay! Geil! Level 5! Ja, ja, ja. Sandwirbel, das ist so ein Ding, was überhaupt nichts bringt. Aber hey, schönes zu haben. Ratzfatz will ich mir auch noch fangen. Dann können wir doch mal auf die Karte gucken. Beutel. Ups. Ah. Karte. Okay. Ich war mir sicher, dass ich das schon mal gemacht habe, aber es kann echt gut sein, dass es... Ah, cool. Das ging früher nicht. Früher bin ich immer so blub, blub, blub. So ging das nicht. Was ist das? Ach, das sind diese Insel, wo ich immer verloren gehe. Oh, da müssen wir als nächstes hin. Genau, erstmal durch den Wald und hier müsste... Ne, mal Moria City war doch Rocco, oder? Azuria City? Kämpft man erst gegen Rocco?
dachte erst gegen Misty. Wie komme ich jetzt wieder raus? Aha. Okay. Zurück. Zurück. Die Folge ist vorbei. Ich versuche immer so bei 15 Minuten zu bleiben. Na gut. Dann heilen wir unsere Pokémon und dann ist es vorbei. Haben in dieser Folge ja einiges geschafft. So gut wie gar nichts, aber hey. Naja, wir haben ein Pokémon gefangen. Und Professor Eich das Paket gebracht. Wofür wir nicht wirklich was bekommen haben, außer einer Aufgabe. So! Oh scheiße. Jetzt habe ich irgendwas Böses gedrückt. Falsche Taste. Sichern! Sichern. Es gibt bereits ein Spiel. Was ist denn los hier? Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Ja. Sehr gut. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.